Das ist ein Amiga 1200 von 1992. Das war eigentlich kurz gewesen, bevor die Commodore dann Konkurs gegangen ist. Durch Missmanagement vor allem, nicht wegen der Technik. Die Harddisk, die da drin war, die ist ersetzt worden durch eine Speicherkarte in CF-Format. Da haben wir jetzt drauf 400 Mega Games und das Operating System. Betriebssystem war grafisch, das wollte ich noch sagen. Also der Schritt von quasi C64 zum Amiga war dann schon eine grafische Oberfläche und Multitasking. Gibt es ein Produkt, das ganz neu auf dem Markt ist? Das ist quasi ein Amiga in einem sogenannten FPGA. Also das ist ein Chip, moderner Chip, wo man per Hardware-Codierung quasi den alten Prozessor nachbaut. Statt des Floppy haben wir hier ein sogenanntes Gotek-Laufwerk, wo man kann SD-Karten rein tun, also man ist auf dem heutigen Stand, und kann über so ein Display nachher Files abrufen. Und wir haben auch weitere neue Sachen da drin. Zum Beispiel haben wir hier einen HDMI-Anschluss. Und Amiga OS ist auch so flexibel, dass nach 30 Jahren nach wie vor Treiber geschrieben werden und fürs aufs Internet für verschiedene neueste Devices. Und somit kann man das Gerät heute auch, obwohl es mit 8 MHz läuft, noch brauchen. Es müssen ja Leute sein, die das permanent da dran schaffen, oder? Ja. Da gibt es eine riesen, also wirklich eine sehr aktive, riesige Community, gerade im Amiga-Bereich. Da gibt es Tausende von Entwicklern nach wie vor, da gibt es eine Demoszene. Es gibt in der Schweiz auch eine Community. Ich versuche die ein bisschen zu treiben, indem ich auf Facebook zum Beispiel eine sogenannte Amiga Users Group Switzerland wieder gestartet habe. Ansonsten gibt es Treffen, wie zum Beispiel die Amiga 34, die war letztes Jahr in Deutschland. Ja. Wo kriegt man jetzt so einen Amiga, wenn ich jetzt so einen kaufen will oder mir selber bauen will, wo kriegt man das? Man kann das heute auf eBay kaufen. Was kostet so ein Also normale Retro-Computer ist man ja, normale Kiste kostet ja inzwischen zwischen 300 und 500 Franken. Und wenn da noch eine Turbo-Karte drin ist, dann kostet das sofort mal 1000 Franken. Wo bekommt man die Spiele? Wo kann man sich die heute runterladen eigentlich? Also da gibt es heute das Aminet, also auf Internet gibt es das Aminet, das ist ein Forum. Da kann man alles runterladen.